Xbox has no games? Von wegen, denn in diesem Jahr warten allerhand Knallertitel darauf, von euch auf eurer Xbox Series X oder Xbox Series S gezockt zu werden. Kommt euch da bereits der ein oder andere Titel in den Sinn? Mit dieser Liste der Top 10 Most Wanted Games helfen wir euch auf die Sprünge. Viel Spaß dabei! Nummer 10. Star Wars Jedi Survivor. Lange Zeit hatte sich Electronic Arts auf der für viel Geld eingekauften Star Wars Lizenz ausgeruht. Spannende Projekte wie Star Wars 1313 wurden eingestellt. Mit dreisten Mikrotransaktionen wie bei Star Wars Battlefront 2 brachte man die Fans sogar endgültig gegen sich auf. Dann kam Cal Kestis. Der junge Jedi zeigte uns in Respawns Star Wars Jedi Fallen Order, dass man bei EA mit der Marke auch anders umgehen kann. Durch eine zugängliche Mischung aus Metroidvania und Souls-like kam Star Wars Jedi Fallen Order bei Fans wie Kritikern gleichermaßen gut an. 2023 darf sich Cal nun zur Belohnung in Star Wars Jedi Survivor einer neuen Bedrohung in den Weg stellen. Mit verfeinertem Gameplay, neuen Begleitern und frischen Gadgets möchte euch die Fortsetzung ebenso begeistern wie sein Vorgänger. Möge die Macht mit den Entwicklern sein. Nummer 9. Atomic Heart. Ihr seid Fans von Bioshock und wollt die Wartezeit bis zu Ken Levines neuem Projekt Judas überbrücken? Dann wappnet euch für Atomic Heart. Doch der neue Shooter aus dem Hause Manfisch ist mehr als ein Lückenfüller. Der Titel entlässt euch in eine alternative Realität, in der die Sowjetunion durch technischen Fortschritt ein Maschinenimperium errichten konnte, welches sich nun gegen ihre Schöpfer wendet. Hier präsentiert sich euch ähnlich den Bioshock-Teilen eine utopische Welt mit Retro-Schick, die langsam in sich zusammenfällt. Atomic Heart wartet neben einer faszinierenden Open World mit actiongeladenem Gameplay auf. Neben klassischen Waffen gehören Fähigkeiten wie Telekinese oder das Schleudern von Blitzen zu eurem Arsenal. Wenn alles nach Plan läuft, dürft ihr am 21. Februar 2023 in die alternative Sowjetunion eintauchen. Nummer 8. Stalker 2. Was haben wir auf diesen Moment gewartet? Als Fan der legendären Shooter-Erkundung in Tschernobyl fieberten wir über Jahre einem zweiten Teil entgegen, der möglichst auch auf der Xbox landen sollte. Dann die Rückschläge. Kickstarter, Ankündigungen, Einstampfungen, bis auf dem Xbox Games Showcase die große Überraschung folgte. Stalker 2 Heart of Chernobyl wird der lang ersehnte Nachfolger und das erste Stalker auf einer Konsole. Doch nicht nur das, Stalker 2 erscheint zusätzlich exklusiv für die Xbox sowie den PC und das ab Tag 1 im Game Pass. Wenn das kein Grund ist, sich ins verseuchte Sperrgebiet Chernobyls zu wagen, wissen wir es auch nicht. Nummer 7. Dead Island 2. Wenn ein Spiel aus dieser Liste eine bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich hat, dann wohl der Nachfolger zu einem der legendärsten Zombie-Spiele der Konsolengeschichte, Dead Island 2. Ganze 10 Jahre befindet sich Dead Island 2 nun in der Entwicklung. Drei unterschiedliche Studios haben währenddessen am Survival-Shooter herumgewerkelt. Am 28. April 2023 sollen die Zombie-Horden endlich zurückkehren. Anders als der Name es vermuten lässt, findet die Apokalypse diesmal nicht auf einer Insel, sondern in Los Angeles statt. Neben Neuerungen wie einem überarbeiteten Kampfsystem erhalten auch bekannte Elemente wie der Crafting- und Rage-Modus Einzug. Nummer 6. Hogwarts Legacy. Zugegeben, Harry Potter hat es dank der Äußerungen seiner Schöpferin in den letzten Jahren nicht immer leicht. Und auch die Spin-off-Filme der fantastischen Tierwesen kamen trotz solider Erfolge an den Kinokassen nicht überall gut weg. Das mindert jedoch nicht unser Interesse daran, endlich wieder in einem waschechten Singleplayer-RPG nach Hogwarts zurückzukehren. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts übernehmt ihr dort die Rolle eines selbst erstellten Zauberlehrlings, dürft Hogwarts frei begehen, allerhand Zauberwirken sowie Gefahren und Mysterien trotzen. Und wenn jemand Erfahrung mit Open World Sandboxes hat, dann Avalanche Studios. Nummer 5. Redfall. Vampire hassen Sonnenlicht. Doch was, wenn sie die Sonne einfach verdunkeln? Diesen Worst Case müsst ihr in Arkanes neuestem Projekt Redfall ausbaden. Der Titel der Dishonored-Schöpfer versetzt euch nämlich in die von Blutsaugern besetzte Kleinstadt gleichen Namens. In einer stilisierten Open World tretet ihr wahlweise solo oder mit bis zu drei Freunden den Vampiren gegenüber. Typisch Arcane warten neben tollem Shooter-Gameplay auch spannende Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten auf euch.
Mit High-End-Waffen, Telekinese oder einer Roboterarmee kann im Mai 2023 die Befreiung Red Falls beginnen. Nummer 4. Forza Motorsport. Requels sind aktuell nicht nur in der Filmlandschaft der Mode, auch im Gaming gibt es sie. Etwa bei unserer liebsten Racing-Franchise Forza Motorsport. Eigentlich mittlerweile der offizielle 8. Teil der Serie, bekommt der 2023 erscheinende Titel keine Jahreszahl verpasst. Die Message dahinter ist klar. Wir besinnen uns auf die Ursprünge, wollen Neueinsteiger jedoch nicht durch eine hohe Zahl im Titel überwältigen. Überwältigend hingegen werden mal wieder die Grafikpracht sowie die Detailfülle des Rennsporttitels sein. Dynamische Tageszeiten, realistische Fahrzeugschäden, Echtzeit-Raytracing, neue und bekannte Strecken sind nur einige der Dinge, die Forza Motorsport 2023 für euch bereithalten wird. Nachdem wir uns mit Forza Horizon 5 in Arcade-Gefilden ausgetobt haben, können wir es kaum erwarten, wieder auf den Rundkursen dieser Welt um jede Zehntelsekunde zu streiten. Nummer 3. Diablo 4. Alles begann mit einem April-Scherz. Zumindest mit einem gefühlten, denn statt auf der BlizzCon 2018 Diablo 4 anzukündigen, schmiss Blizzard seinen Fans ein Mobile-Game vor die Füße, Diablo Immortal. Seitdem steht der Elefant eines vierten Teils der ikonischen Hack'n'Slay-Serie im Raum. Und der Wunsch der Fans nach einer Fortsetzung wird 2023 endlich erfüllt. Diablo 4 wird dabei nicht nur eine offene Welt, sondern auch eine Shared World bieten. Zudem ist der von vielen Fans geliebte Necromancer endlich bereits zum Start als Klasse vertreten. Trotz der beibehaltenen ISO-Perspektive wird Vertikalität eine große Rolle spielen. Bleibt abzuwarten, ob Blizzard Diablo 4 so hart monetarisiert wie Immortal oder ob sie sich das Ausquetschen von Wahlen für Mobile Games vorbehalten. Nummer 2. Alan Wake 2. Alan, wake up! Remedys Xbox-Ausflug nach Bright Falls ist wohl eines der Kultspiele der Xbox 360-Ära. Dem namensgebenden Autor mit Schreibblockade folgend geraten wir mitten in eine mysteriöse Schattenwelt, die heftig von Stephen Kings Romanen sowie deren Verfilmungen inspiriert ist. 2023 betritt mit Alan Wake 2 ein Nachfolger die Bühne. Nicht mehr exklusiv und vertrieben durch Epic Games, dafür so mysteriös wie das Original. Anders als ein actionorientierter Vorgänger soll Alan Wake 2 jedoch ein Survival-Horror-Game werden. Ein Schmankerl für Fans, Schauspieler Ilka Willi wird erneut für das Aussehen von Alan Wake Pate stehen. Wer den ersten Teil oder das Spin-off American Nightmare nicht gespielt hat, soll Alan Wake 2 dennoch genießen können. Platz Nummer 1 der Most Wanted Games, Starfield. Bei neuen Bethesda Games ist der Hype stets programmiert. Doch bei Starfield erreicht dieser noch einmal neue Dimensionen. Schließlich wagen sich die Rollenspielexperten nicht nur in den Weltraum, sondern wollen ihre narrative Sandbox auf mehr als 1000 Planeten ausdehnen. Als ambitioniertes und größtes Projekt der Firmengeschichte schickt sich Starfield an, ein Mix aus Skyrim, Elite Dangerous und No Man's Sky zu werden. Inklusive Basenbau, Crafting, Raumflug, Schiffsindividualisierung und. Zwar wurde Starfield leider doch noch auf 2023 verschoben, doch wenn uns Bethesda-Spiele wie Fallout 76 eins gelehrt haben, dann, dass sich die Entwickler gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen dürfen. Schließlich ist gerade No Man's Sky ein mahnendes Beispiel. Das war unsere Liste der Top 10 Most Wanted Games, aber ihr da draußen werdet sicherlich eine ganz eigene Liste haben. Welche Spiele sind wo bei euch vertreten und welche finden sich bei uns gar nicht auf der Liste? Schreibt es uns in die Kommentare, wir freuen uns auf euer Feedback. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut gerne auf Xbox Dynasty vorbei für weitere News sowie Artikel, drückt auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke, um stets über neue Videos informiert zu werden. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao!